gibt. Aber hey, die Booster-Ergebnisse können stark sein. Ja. Oh mein Gott, du Armer. Was hast du denn eingefangen? Keine Ahnung. Die Infektion von den Trocken auf jeden Fall. Corona 10.839. Oder so. Mhm. Der Corona-Test hat schon gemacht, das keiner. Mach den gerne mal jeden Tag neu. Bei mir war es auch mal so, dass die. Also bei mir ja auch erst. Es ist mir schon schlechter gegen angeschlagen. Die Tage davor nicht. Ja, Gegner. War bei mir auch so. Erst am dritten Tag, wo es mir schlecht ging, hat er gesagt: Jo, du bist positiv. Bereit? Mhm. Aufladen? Hau zu! Aus, weg! Ist weg. Wegmischen. Ich bin auch dafür, dass wir das jetzt schaffen. Anstrengend, Schmarrn. Ich hab alles richtig gemacht. Bald Inkompetenz. Oh, das ist ein großer. Zwei große. Zwei? Ja, achso, noch einer. Drüben ist auch noch einer. Ja, ja, ist ja egal. Solange sie nicht nebeneinander stehen, ist das egal. Zum Glück. Correct. Du hast aber einen schönen Kopf. So Ballnuss für mich. Super. Dann aufladen. 3, 2, 1, los! Sehr schön. Dann geht er da unten. Der ist hinter diesem. Ja, Psycho. Das ist ein Ding. Freundlichen Herren. Ja, im Echt würde ich gegen sowas auch nicht kämpfen können. Das ist keine Wahl. Also, man hat immer eine Wahl. Ich möchte dem an den Kopf hauen jetzt. Viel Erfolg. Alle da? Nee. Ist doch klar. Okay, dann aufladen. 3, 2, 1, los! Tot! Okay. Das war nicht der Kopf. Egal. Egal! Zieht ja einfach nach unten durch. Jetzt wieder Logs lesen? Wollte ich, aber es gibt's keinen. Jetzt wollte ich mal gucken, welche Terminals brauchen wir. 298. Hallo? 298. 877. 203 müssen wir diesmal hin. 103. Achso, 203. 203. Ah ja. 204. Und 202? 207. Ja, eins ist immer am Arsch der Karte. Aha. Lebt noch. Lebt noch. Aber, was hast du gesagt? 203. Ja, die beiden Gratiszonen hier unten. Und dann die ganz hinten, wo wir eben waren. Mal wieder. Ja. Was mit Scouts ist unvermeidbar. Und dieser Mix-Alarm. Scheinbar. Ja, ich stehe zwei nebeneinander. Ah. Was weg? Okay, ich bin dran. Oh. Oh, das Messer trifft nicht mehr. Du bist auf dem Kopfziel. Ich merk das. Ein von hinten kannst du die, glaube ich, kannst du die schleichend schlecht im Kopf hauen. Ich kann alles. Sind ja nee. Wenn mir das Karada! Meine Mama hat mir gesagt, ich kann alles erreichen, wenn ich mich nur anstrenge. Ja, deine Mama sagt, du bist besonders. Ja, das ist ja schon den ersten Fehler, sagst du ja schon im Satz. Anstrengen. Ich streng mich an. Anscheinend ja nicht. Meine Kindergartenlehrerin in der Gemüsegruppe damals hat das auch immer gesagt. Gemüsegruppe. Sind hier immer mal irgendwelche Insekten oder Geschöpfe? Die anderen sind halt die schlauen Füchse und so. Und du bist die Kartoffel.
Meinst du, das ist Kartoffel. Was Schlechtes? Das ist eine ganz clevere Kartoffel. Ich glaube, ich weiß, warum er Bruce so vertonen konnte. Das ist ein Naturtalent. Das ist angeboren. Oh, hier ist ein Gegner. Deine Mama hat gelogen, du kannst niemals eine Rakete werden. Wohl, wenn ich mich als Rakete fühle, bin ich eine Rakete. Don't assume my... Kann schon mal abgehen wie eine. Feelings. Mann. Ich konnte mir zweimal Diktaturnähnchen fürs... Was? Bett besorgen, nur nicht mal eines. Muss wohl öfters kommen. What? FDMI, was ist hier los? Was, Karana? Ich glaube, du hast dich verschrieben. Falscher Chat, sorry. Zwei. Hi, Himmelchen. Bin da. Wird gezuckt. Also Präzisionsgewehr kann so ein Scout einfach weghauen? Oh Gott. Zumindest bei der Blattdorf vorhin funktioniert, wenn er dich anders. Nö, das stimmt so. Danke fürs Vorlesen. Ja, bitte, Karana. Gerne, immer wieder gern. Ich sehe sonst noch was, Chucky? Kann er dein Traum wird wahr, wenn du dir eine Raketenkostüm anziehst? Was denn, Biochacker? Ah, stimmt, wir haben jetzt die Rollen getauscht. Ich war hier so, dass einer mal hinterkommt, um zu scannen. Ich hab selbst dabei. Wenn du öfters kommen willst, da helfen zwei Diktaturnähnchen im Bett sicher. Ich glaube, das entwickelt sich gerade in Richtungen, die ich nicht weiter vorlesen möchte. Braucht ihr da hinten noch einen Biotracker, oder? Ich glaube nicht, ne? Gehe. Ich sehe hier hinten, Richtung Osten sehe ich zwei. Nebeneinander, das könnten. Achso, oh, okay. Lass mal das öffnen. Zwei Uses. Sehr schön. Wo hinten noch irgendwas? Erstmal nicht. Kleine, glaube ich. Ja. Das sind zwei. Ja, der kleine, der da macht. Und dann. Eine Taschenlampe mit großer Reichweite. Geil. Ich mach den hinteren. Endlich sehe ich was. Was daneben kommt. Oh, hier ist Ammo Pack. Cool. Kannst du gleich verteilen. Und das müsste es gewesen sein. Ich sehe zumindest jetzt erstmal nichts. Aber wie viel man plötzlich sieht. Das Präzisionsgewehr mag zwar schön sein, aber an diesem Design regt mich ein was richtig auf. Hat so einfach cool. Keinen Schaden. Bin ich taub? Hallo? Ja, du bist taub. Das spielt plötzlich einfach mitten im Soundtrack. Es ist einfach aus. Also nicht das Spiel ist aus, sondern der Ton. Die Musik. Interessant. Ich hab nichts verloren. Was ist denn das hier für eine? Ja, du kannst es ja trotzdem mitnehmen. Du sollst nicht in den Lüftungsschächten spielen. Was tust du da? Das ist meine Aufgabe. Gleich ist er festgebackt. Müssen wir ihn notschlachten. Wenn er runter, dann brichst du da Knochen. Im Linden. Das Spiel hat möchte jetzt jemand dieses Medipack mitnehmen, oder? Ich hab Ammo Pack. Das ist auch schon entschuldigt. Dann nehme ich jetzt, verteile ich jetzt einfach Munition. Und zwar verteile. Nee, du bist doch, Tagi, du bist doch der Heiler. Ja, stimmt, ja. Ja, toll. Jetzt legt das Heilpack da drin rum. Müssen wir uns merken. Ah, wir finden schon noch irgendein Pack, wo man das zurücktauschen können. Genau. Und dann teile ich jetzt mal aus für Chucky. Oh, Herr Kram, noch keiner. Und für Venox. Chucky, Chucky, wow. Und dann müssen wir die Tür öffnen, die ganz tolle große da unten. Und das ist nämlich dann wieder der Klass 5 Emma-Dame. Und ich würde sagen, aus der bisherigen Erfahrung kommen die auch wieder von hinten. Wahrscheinlich. Aus der bisherigen. Aus der bisherigen Erfahrung.
Please, Lilly, tu das! Check mal was! Ich bin doch nicht euer Beppo! Mr. Katapiep. Piep. 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 Katarobo-Piep. Piep-bup-piep. Piep-bup, zerstören. Und du kriegst eine Bombe. Also, weil ganz ja, unten die Tür zu formen. Ja, bitte. Ja. Foamen sie, foamen, foamen. Gehen sie, gehen, gehen. Oh ja. Gehen sie, aber gehen sie mit Gott. Dem ganz besonders. Nice. So, dann alle bereit? Okay. Dann bip 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 bip. Schippidi bubidi bu. Oh, diesmal kommen sie von links. Ja. Das ist ja unangenehm. Oh, und zwar ziemlich nah von links. Toll. Ich bin in so einem Popelraum hier gespawnt. Noch mehr! Noch mehr. Von sehr viel mehr Seiten. Okay. Ich wollte gerade scannen. Vorsichtig! Alex, geh mal weg! Oh, jetzt kommen wir noch von hinten. Ist das deren Ernst? Schorgelbecher. Ich kann einscannen. Der Rest müsste jetzt vielleicht von unten. Ah, ne, die kommt von unten doch. Durch die Eistür, na toll. Schorgelbecher. Na gut, das macht dann die Mine. Letzter Scan hier, oder? Ja. Oh, die sind hier hinten. Jetzt kommt wahrscheinlich eh nochmal eine Welle. Lauf auf die Kalt. Die wird wohl nicht oft angestellt. Soll ich ihr helfen? Ich bin Meister darin, ja, etwas anzustellen. Mit deiner Hilfe, kleiner Kumpel, wäre sie sicher bald Angestellte des Monats. Ja, wenn man treffen kann, ist klar ein Vorteil. Komm mit in den Scan rein. Oh Gott, sind das viele. Au. Das tötet Leute! Oh, ich. Oh, 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 das. Das wusste ich nicht. Oh, das ist ja ein Hybrid. Schön. Töte ihn, bevor er erlegt. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Komm mal her, renn doch nicht weg. Ich finde, die Soundeffekte passen richtig gut. Die passen, das war ja ein teurer Spaß durch die passen Tür. Richtig gut, die Soundeffekte. Die Liste oh, wow. Liegt. Was denn? Hier ist übrigens ein Scout drin, den ich nicht scannen kann, cool. Weil er als kleiner roter Punkt bloß noch angezeigt wird, weil der Bug aufgetreten ist. Kleiner roter Punkt ist aber nur ein normaler Sleeper. Oder bewegt nein, er sich? Nein, so jetzt geht's. Okay. Und dann war ich wahrscheinlich einfach bloß... Nee, es gibt ja so einen Bug, da werden manche Gegner so als ganz kleiner roter Punkt angezeigt. Das kann auch mit Scouts passieren. Ja, okay. Bei mir ist das mit Sleepern passiert. Ja. Ah, weil er aus der Reichweite rausgegangen ist, hat er sich. Okay. Scout ist zwar weg, aber irgendwas anderes ist aktiviert worden. Ich habe mal den anderen Scout getötet. Dass wir bloß noch einen haben, sozusagen. Wie nennt man eine langsame Hummel? Bummel. Oh, der ist gut, eine Bummel. Von hinten kommen sie auch, vorsichtig. War schon wieder dieser lustige Hase von vorhin. Unten ist noch einer. Kommt. Hinten kommen sie.
vorne. Oh, jetzt kommen noch so viele von unten. Kann das sein, dass der Scout nicht tot ist? Doch, ich hab ihn kaputt gemacht. Okay. Au! Au! Okay. Du denn, du stirbst jetzt. Ich sagte, du stirbst. Das läuft ja wieder super. Kommt mir das nur so vor, oder ruckelt der Stream? Was mit dem Madpack doch? Moment. Ja, stimmt. Ja, nevermind. Warte. Wir suchen mal kurz was. Ich habe erfahren, dass wir unfassbar dumm bei manchen Sachen sind. Das ist ein gutes Zitat, das passt mal gerade wieder gut. Du bist jetzt noch sexuell attraktiver. Wie ist das nur möglich? Ist das nicht auch von... Oh, ne. Ich weiß, dass ich sexuell attraktiv bin. Ich weiß, aber ich ruckele? Wirklich? Ruckelt das Spiel? Warum sagt das keiner, dass das Spiel ruckelt? Eben nicht. Ja, ihr wisst das, ihr seht das, aber gibt ja noch andere, die da irgendwelche komischen Sachen posten die ganze Zeit. Marc, fällt sowas nicht auf. Ja, das stimmt, der guckt ja eh nicht. Der hört ja nur. Ach, guck mal. So, nee, nicht das... Ja. Ich ruckle? Hä? Was sagt dein Framecounter? Der Framecounter ist fröhlich, aber bei mir im OBS ruckelt das Spiel. Also, das Bild ruckelt. Verheilung willst du mir? Oh, Heilung? Da brauche ich noch nicht. Zum Doktor. Mit Doktor. Was heißt denn aber ich jemanden, ruckle? Der für Jewelfit? Nein. Besser ist? Ja. Ich sitze vor meinem Laptop, piekse mit einem Schaschlikspieß Löcher in meine Regale und gucke zu, wie eine Hexe, ein Dino und der Typ aus Adventure Time einen Zug durch die Wüste fahren. Ich weiß genau, welche Szene das ist. Zug, Wüste? Kein Ding, Wolken. Du wusstest das nicht, aber die anderen wissen das. Die anderen können ja was dazu sagen. Ruckelt das wirklich? Ja, Unrailed ist das. Richtig gutes Spiel. Ruckelt das schon die ganze Zeit? Das ist gutes Chaos. Ja. Ein Raum mit einem Scout und 4 Gegnern. Ist das hier? Wo sind die Gegner? Beim Scout oder was? Zwei sind direkt unter uns. Okay, geht aber von der... Also was ich jetzt... Einer ist, oh Gott, den sehen wir da unten und der andere ist noch hinter dem Scout. Das sind nur kleine, oder? Das sind nur kleine und halt dieser eine Scout. Mhm. Aber zwei sind, wie gesagt, direkt unter mir. Genau das ist es, Marc. Das Preview ist nicht so repräsentativ, aber ich frage halt trotzdem. Aber offensichtlich ist es wirklich okay. Also ein paar kleine Ruckler sind halt, glaube ich, normal, gerade in etwas hektischeren Sequenzen. Jetzt kommt er hier. Er ist sich noch nicht sicher, wo er hingeht. Ein bisschen auf der Stelle. Aber stehen da noch kleine dazwischen. Ich wollte erst die kleinen weghauen. Mhm. Ach ja, die gute alte Zeit, als ich noch meine Hände benutzt habe. Was? Hände benutzen? Ich rutsche da durch. Ich bin... Ey, ich habe die aktuellsten Pokémon gespielt und das ruckelt, okay. Manchmal bleibt der Stream für 2 Sekunden stehen, ohne zu laden. Really? Oh, geht mal. Ja, die aktuellen Pokémon, die sollen... ja. Da will man jetzt auch rein. Noch ein bisschen? Einer fehlt noch, glaube ich. Ja, da ist noch ein Tentakel. Ja, aber der kommt ja nicht hier hoch. Den Struppen. Die Treppe kannst du dich setzen, glaube ich. Aha. Natürlich genau neben den Oschis. Ja, die zwei sind jetzt auch noch wach. Also. Das ist ein Schießer und ein Nahkämpfer. Schießer ist weg. Okay. Bei dir auf Twitch ist es flüssig, okay, dann ist es ein lokales Problem ab und an. Um Dinge herzustellen, jetzt nutze ich mein Gehirn und Google.
Amazon hilft auch sehr gut, um Dinge herzustellen. Mhm. Hier waren wir schon. Ja. Was ist umsonst oder was? Na, da könnten halt Gegner spawnen. Hm. Oh. Ist auch keine Scouts zu haben. Das stimmt. Wir haben auch noch drin. Scout? Nee, ich sehe keinen Scout. Aber hier ist einer direkt hinter der Tür. Was ist, Kleiner? Ich bin hier umzingelt von 4 Schläfern. Joa, viel Spaß dabei. Krieg's hin. Mach den Raum nicht wach. Mach das Licht aus, Venox. Bin ich nicht. Ich geh weg. Oh Gott, ist das viel. Das sind 8. Ja, kriegen wir weg. Das sind 4. Passt doch ganz gut. Für jeden das hier Ort ist gibt's unser. 2. Das hier ist unser Terminal übrigens. Ach, was hatten wir schon mal. Wieder. Wie nett. Guck mal, Alex, ich fange von hier an, du fängst von da an und schon räumen wir die auf von vorne nach hinten. Okay, Achtung! Siehst du? Nur 3 Schläge abbekommen. Ist fair. Ich glaube, ich werfe noch ein paar Nudeln in die Pfanne. Viel Erfolg. Sven steckt die Macht wohl zu Kopf. Habe ich meinen Funfact bekommen? Ja, hast du. Hast du. Das war mit der, dass man nichts ins Weltall schießen darf in Großbritannien und so. Hier ist wow, ein Desinfektionspack, falls jemand braucht. Hier sind 2 Medipacks und ein Ammo-Pack mit 6 Uses in einer Kiste. Geil. Medipack, Alter, Medipack-Action hier. Danke. Ein Chucky möchte gerne Medipacks. Das ist dasselbe Terminal hier schon wieder. Ja, okay. Oh, Alex. Ja, was? Oh, 0%? Ich hab gehört. Sie machen nicht die Munition. Wieso haben sie 0% Munition? Wie ist es dazu gekommen? Sehr viele Warnschüsse abgegeben. Dankeschön. Ja. Endlich Munition. Ah, da werden wieder Unsichtbare, die von irgendwo kommen. Und ja, ich hab dein, das ist richtig, ich hab dein Funfact übersehen, das stimmt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Und zwar, auf der Kanalinsel Sark in Großbritannien bleiben das Verbot vor der Ehescheidung und die Verbannung von Autos bis heute bestehen. Eine Ehescheidung ist nur dann möglich, wenn ein Ehepartner die Insel für mindestens 1 Jahr lang verlässt. Ferner ist es Ehemännern durch die Verfassung erlaubt, ihre Ehefrauen mit einem Stock zu schlagen, wenn der Stock nicht dicker ist als ein Finger und kein Blut spritzt. Hm. Das klingt doch durchaus vernünftig. Finde ich auch. Mal gucken, wo Sarg ist. Setz dich raus, die Insel ist leer. Da will keiner mehr leben. Also, kann man nur so gut aussehen und trotzdem so bescheuert sein? Hier ist noch eine Foam Grenade. Bei ihm, was kann ich denn dafür? Wo denn? Wo ist denn hier? Wo ist denn? Ich sehe dich nicht. Ich seh, das ist der Klang der Vergebung. Das ist Markismus. Der Klang von ertrinkenden Menschen, Karl. So hört sich Vergebung nun mal an. Schreie und dann Stille. Genau, Möhrchen. Das ist also mit Gift gemeint. Das ist ja unangenehm. Okay, also der Plan ist, wir gucken, wo die Monster herkommen. Und dann geht's wieder los. Sven, Sven, wir schreien. Genau, Sven zieht um. Okay. Chucky ist auch wieder da? Nee, der ist noch nicht wieder da. Irgendwer stimmt mit Chuckys Arm nicht. Anformen kann. Stimmt mit seinem Arm nicht, mit seinem linken.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Sieht doch ganz gut aus. Mir gar nicht. Der mir steckt die Hand im Oberarm. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ich sehe das auch. Ich kann nichts dafür, Chucky, dass du so komisch verformt bist. Er ist halt so auf die Welt gekommen, meine Güte. Don't body shame. Eben. Body positivity. So, Alex an den Rechner. Der Rest sucht sich eine Stelle, wo er nicht angegriffen werden kann. Das war doch zu formen. Mindestens anformen, würde ich sagen. Ja. Kann man die Voice verknüpfen mit einer visuellen Anzeige? Was willst du denn da anzeigen? Rotes Alarmleuchten. Genau. Gutes Zitat. Ich kann nichts dafür, Chucky, dass du so komisch verformt bist. Still. So. Kniebeugen. Wo beginnt der Spaß? Ich. Wisst ihr was? Vielleicht gibt es doch einen Grund zur Panik. Oben. Ach, oben Mitte, ja. Mal wieder. Auf jeden Fall scannen, ne, wegen... Doch, ist nichts da. Was zum... Was? Jetzt in seiner Tür. Einer. An der rechten, das ist einer an der Tür und an der anderen sind noch ein paar. Was sind die andere Tür? Letzte Tür. Es hat einer gerade an der anderen angeklopft. Okay, weiter scannen. Okay, ich tagge die geradeaus. Okay, dann andere Tür sind zwei. Ich hör's. Aber die werden ja von der Mine mitgenommen. Viel Spaß bei Store. Da sind weg. So, da sind auch einige weg, aber nicht alle. Vorne kommen zwei noch. Ich sehe noch zwei, die von oben kommen. Gott! Ja, der recharge da drauf halt teilweise. Och, kein Ding. Es ist halt nur super gruselig, wenn du siehst, wie sie kommen, dann verschwindet es und du siehst nicht, wo sie sind. Das ist halt super gruselig. Creepy. Creepy. Also, weil jetzt muss man nur noch im Süden die beiden machen, oder? Wir müssen nämlich ab. Nee, 207. War das nicht schon 207? Nee, was ist nein, 207 ist ja das, was dann hier oben noch kommt. Jetzt haben wir erstmal noch den Klasse 3 Alarm. Ach ja, im Schatten. Die Elektronen. Ja. Die Schatten, die ewig brauchen, genau. Okay, bist du gemutet oder wärst du gemutet? Nee, du bist ebenfalls gemutet. Jetzt hört man nicht. Was ist los? Minen hängen da noch an den Türen. Ah, ein Minenmensch. Da muss ich die wohl holen. Hol dir deine Minen zurück. Jetzt sammle sie wieder auf. Minenmann. Der Minenmann, der mit Minen kann. Seit wann gibt's den Minenmann? Kenn nur den Bienenmann. Der war auch gut, der Bienenmann. Eieiei. Kenn bloß den Schweinbärmann. Na der. Mannbärschwein. Schaut direkt auf die Feuerwehr. Ach ja, stimmt, Mannbärschwein. Jetzt nur wüsste, keiner nimmt mich ernst. Man-Bier-Pick. Bettzeit für dich, gute Nacht, Wolken, war schön, dass du da warst. Ich stream immer samstags ab 16 Uhr, weil in der Woche muss ich arbeiten meistens und deswegen halte ich mir den Samstag frei und dann ist da Open End. Sondern Katar nicht streamt. Was? Nee? Außer wenn du nicht streamst. Ja, wenn ich im Krankenhaus bin zum Beispiel. Zum Beispiel, das kommt ja halt ab und an vor. Einmal, ich war jetzt einmal im Krankenhaus. Und die hört nicht auf.
Du Opfer. Ich hört, die haben einen guten Internetanschluss. Nee, nicht wirklich. Jetzt nicht mehr. Nach dem Zwischenfall. Nachdem ich da gestreamt habe im OP, haben sie das Internet ausgemacht. Livestream, Spiegelung. So, wie sieht's jetzt aus? Wollen wir mal loslegen? Ja, die kommen ja wahrscheinlich eh durch die südliche Tür, ne? Also kann man ja nichts weiter sichern. Ne. Alle den Bioscan. Ja, einen Moment, meine lieben Zuschauer, die spielen mir gerade an der Wirbelsäule rum. Oder wenn du Sushi essen gehst, stimmt das auch manchmal, das stimmt. Also es gibt Tage, kündige es im Discord, kündige es an, wenn ich nicht streame. Du es bargen solltest. Genau. Hier gibt's Discord. Und letzter Scan. Auch auf jeden Fall gucken wegen Venux, genau. Oh mein Gott. Wir sollten auf jeden Fall wegen Venux gucken. Von wo kommen die? Von links? Gehen die längs lang oder rechts lang? Weiß ich nicht. Links? Ja, okay. Ja, komm! Lad nach. Oh mein Gott! Wenn ich nicht scannen soll. Ja, weiß ich nicht, manchmal ist das so ein bisschen. Das macht nervös, ne? Ja, du siehst sie halt nicht, weißt du, denkst so, alles ist in Ordnung und plötzlich ploppen irgendwie 10 Dreiecke vor dir auf. Und ja, ich glaube, am Heiligabend stream ich. Ah, das ist ein Scout. Cool. Bist du dir sicher, dass du ihn erschießen möchtest? An der Wand. Ich guck bloß. Ach so. Ansonsten sehe ich in diesem Raum jetzt 2-3 Gegner. Sonst noch? Hier vielleicht? Ja, nee, vielleicht doch. Er kommt zu uns. Wow. Okay. Eis bitte wirken. Bevor vor Schrank kommt schon. Jetzt hör doch. Auf! Meine Güte. Wo einer? Ja, nicht nur einer. Oh, Kacke! Zurück, raus! Raus! Ruhe! Das andere raus! Und ein Chokepoint, deswegen. Mit der Tür. Ist nur noch Shooter. Ah, ich glaube, das jetzt. Der ist gerade vertot, das war das Wichtige. Jo. Ach, guck mal, ich bin halt reingerannt, weil der Scout dann jemanden berührt hatte mit dem Fehler. Everpack, 2 Uses. Nehme ich selbst mit. Nimm mit. Jetzt ist bloß noch ein Use. Da klopft jemand fleißig an. In welche Zone müssen wir? 207. Wie? 207, das müsste die Tür sein. Das wäre natürlich nett, weil die ist gleich um die Ecke. Oder ja, das ist die Tür. Ein Schrank bei dir. Und da ist auch kein Scout dahinter. Oh, sehr schön. Desinfection Pack. Bloß noch 6 andere Gegner. Ja, aber 6 gehen ja. Aber das sind, glaube ich, kleine. Okay. Da eine Mine davor liegen, oder? Ja. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Okay, alle bereit? Geht so. Wie noch gesagt da? Okay, dann mach ich mal die Tür auf, ne? Danke. Geht los. Noch ein paar mehr als 6. Der Raum ist größer als mein Scanner anzeigt. Oh, stimmt, der ging runter. Komm ich wieder hoch. Mit
drüben ist eine Rampe. Auch glaube ich. Ich gehe nicht sehr. Ja. Ist doch schon gar kein Kopf mehr, meine Güte. Hör doch mal auf zu leben. Gott, hier ging's. Hör doch mal auf zu leben. Das ist eine gute Ansage. Echt mal, so aufdringlich. Achtung, Pocken. Schon alles an Packs hier aus der Zone? Ja, der Raum ist definitiv etwas größer als erwartet. Oh ja, der ist sehr groß. Oh mein Gott. Das war aber die ganze Folge. Aber er scheint ziemlich linear zu sein. Und hier hinten sind noch Gegner, glaube ich. Das wird alles gewesen sein. Hier hinten sind noch Gegner. Die Taubstummen. Achso, hier hinten ist eine Tür. Okay. Die Gegner sind hinter einer Tür. Desinfection Pack. Nehmen das mal mit, ich hab das Gefühl, das brauchen wir. Nein. Brauchen wir nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich weiß nicht, wie mich zwei Viecher erwischt haben und ich keinen Prozent dazu bekommen habe, aber hat nicht gewirkt. Ja, der zeigt doch erst ab 10 oder so an. Ja, du siehst einen grünen Strich, wenn du hast. Grünen Strich sehe ich. Okay, nehme ich selbst. Ich nehme an, hier ist kein PC drin. Komm her. Aus Sicht einer müsste hier. Alex, was machst du so? Ich sehe nichts. Ich höre auf jeden Fall was. Ja, es ist schön, dass du was hörst, aber wenn du so in mir stehst, dass ich nicht sehe, ob ich meine Taschenlampe anhab oder nicht. Ja, hattest du. Oh, das ist uncool. Kann jetzt erst. Oh, großer! Oh Gott, das ist ja noch ein großer. Sogar ein Fehler. Wieso ist der nicht gescannt? Nichts mehr. Ich habe gleich keine Munition mehr. Aber das ist ein Scout. Hey, was ist denn los mit dir? Aber was denn los? Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Okay. Madpack 3 uses. Knicklicht. Madpack ist Chucky. Ja, Chucky hat noch 3 uses selbst. Aber er kann ja welche verteilen, weil er hat die. Er hat doch den Bonus. Der kann sie verteilen. Schön. Dankeschön. Der knuspert. Resource locker. Ist da noch was drin, was Schönes? Nee. Ja, ein bisschen viel. Mit in dem Schrank, aber okay. Achso. Scouty, Max, Scouty. Ein schöner Abend, es freut mich auch sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Schlafen Sie gut, Sven. Schlafen Sie gut. Das ist nicht nur Scouty. Einmal ein Tool Refill? Noch nicht. Schauen wir dann mal. Wieder benutzen müssen das Tool. Es sind 5 Gegner hinter der Tür. Und der Scout ist wahrscheinlich ist seine Wand, nehme ich an. Ah, sieht nicht aus, Kater. Sorry, es tut mir leid. Oh ja, hier sind ganz viele Gegner. Drei Stück, 4 Stück sehe ich hier. Vorsichtig bleiben Sie stehen. Ich rede wohl von 5. Ich sehe was. Als das Scout zu nah rankommt, schmeißt du ihm das Ding ins Gesicht. Das mache ich. Was willst du denn mehr?
Okay, das geht auch. Scout ist übrigens tot. Ja, sehr gut. Guter Schuss. Irgendwas lebt aber noch? Einmal so schön durch die Regale durchgeschossen. Jürgen, was lebt hier noch? Ich weiß gar nicht, was hier noch lebt. Wie kann das sein, dass hier noch etwas lebt? Achso, da ist er lang. Hier ist ein Terminal. Leben und so. Oh, ich brauche definitiv mal Munition. Ja, Munition wäre jetzt auch schön. Müsste vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit dem Scout, mit dem Präzisionsgewehr schießen. Lockenmelter. In diese Sonne. In Raum C. In Raum C. Resource Locker hier. Vielen Dank. Effektiv eine Use, dass ich mal noch ein zweites Magazin bekomme. Und Katafi braucht definitiv Munition. Ach, nur ein bisschen. Na? Oh. Hallo? Jetzt. Alle. Vielen Dank. Ich habe ja noch gar nicht gesehen, dass dort ein Gegner war. Das ist unser Terminal. Und kommen können sie bloß aus einer Richtung. Es gibt keine andere Richtung. Aber hier ist noch ein Schrank. Hier haben wir noch einen Schrank übersehen. Nur weil da ein Schrank ist, heißt es nicht, dass... Aber wer weiß, welche fantastischen Dinge da drin sind? Taschenlampe mit einer Liste. Knicklichter, das ist ja fantastisch. Das ist aber trotzdem schön. Der ist gut zum Verteidigen, der Raum. Ja, das stimmt. Noch, wenn wir nur aus einer Richtung die Gegner kommen können. Ich sag das so schlecht hin, ja. Oh. Immer ins Gesicht. Ich stelle meinen Sentry dorthin, dass der auf die Tür schießt, wenn alles explodiert. Jo. Und noch eine Mine dran. Und noch eine Mine dran. Alex, ich glaube, sie sind gemeint. Unsere Minenmann. Ja, man nicht. Der mit Minen kann? Überkompensieren. Ja, scheinen sie zur Tat. Wie kommt man dorthin? Sie Regale umschubsen. Gatter, damit er verstirbt, musst du es töten. Was? Wir sterben, wenn wir getötet werden. Alex, ich halte dir mal den Rücken frei mit diesem Spucker hier oben, ne? Das wäre sehr nett. Hier ist ja momentan hoffentlich die Tür lang genug. Ja, wenn Chucky hier dann noch ein bisschen was dranhaut, das ist ja gar kein Problem. Ja, she's about to get deep. Einer kommt, einer an der Tür. Zweiter kommt. Dritter kommt. Ich scanne mal. Und dritte Verifizierung läuft. Direkt zur Tür, oder? Wenn man fertig ist? Ja, müsste gleich jetzt. Okay. Edisch. Zur Tür. Jetzt müssen wir das Cap erreicht haben, glaube ich. Sehr schön. Die Dinge, die ich hören möchte. Schön, ich kaufe eine Tür. Ja, alles weg. Sehr schön. Das möchte ich hören. Peng. Und ich sehe auch nichts mehr. Es kommt auch nichts mehr. Heißt, das waren jetzt. Oh, das tut mir leid. Zwei von drei. Ja, jetzt können wir zurück. Jetzt können wir zurückgehen zu 203. Das war, glaube ich, die hier. Ja, ich bin wir. Ja, ich glaube schon. Haben wir ja noch nicht geöffnet. Ja, wir können mal ganz kurz gucken, welcher ist denn noch übrig? 298. Wir gucken mal schnell nach. Query Terminal 208. Ja, 203. Wir müssen nach 203 müssen wir. Die östliche? Glaube. Aber ist ja egal, ist ja derselbe Raum. Wir machen einfach beide.
ganz sicher zu gehen. Es steht an der Tür dran, was wir brauchen. Muss man ja lesen können. Ja, natürlich muss man da lesen können. Kannst du etwa nicht lesen? Stopp. Was ist Seife? Franzosen zählen ganz besonders. Die haben zum Beispiel 82 ist dort 4 mal 20 plus 2. Wenn ich das sage. Auf in Französisch. Was sagt ihr? Ja, die sind ein bisschen komisch. Ob Venus auch Französisch kann? Ich weiß auf jeden Fall, dass er sehr gut Französisch kann. Hä? Ich kann mich vorstellen und fragen, wie es dir geht. Das kann ich auch Französisch. Das ist nicht, was ich meine. Das ist nicht, was ich meine, Venus. Okay, I guess. Dann weiß ich nicht, was du meinst. Das ist in Ordnung. So unschuldig. Hallo. Alles fantastisch, weil wenn das wirklich der Punkt ist, wir müssen ja dann wirklich nur zurückrennen, die 2 Meter. Nur zurückrennen, ohne zu sterben. Ohne zu sterben und ohne umzufallen, bitte. Das ist wahrscheinlich genauso. Problem. Großer. Nee, doch. Doch, das ist ein großer. Ist ja wieder dasselbe wie davor. Das ist wieder dieselbe Zone. Oh, wenn die beiden jetzt ruhig sind, hau ich den Kleinen weg. Hi. Nice. So, dann machen wir den Großen. Da hinten ist auch noch ein Großer. Aber der ist ganz weit weg. Der ist ganz weit weg. Aufladen. Mhm. 3, 2, 1, go. Oh, war richtig hilfreich. Also ich glaube, meine plus 30% Nahkampfschaden, die bringt schon ein bisschen. Und wenn da so den Kopf weghaue. Da ist ein großer und ein kleiner. Das reicht zwar leider noch nicht zum Selbstmachen. Und ich dachte, das wäre ein großer gewesen. Ja, Alex hat plus 100%. Ich nicht auf. Zug! Ich habe ihn verpasst. Ich bin Zug verpasst. Okay, aufladen. 3, 2, 1, go. Alter, ihr seid wirklich Mörder. Ich hab bloß einen Hit gehört. Und was noch? Ich müsste noch was sein. Ich hab einen Hit gemacht. Ich hab ein rotes Symbol bekommen, kein oranges. Ah, ein Scout, cool. Vorsicht. Achtung! Oh Gott! Wie ist der jetzt aufgewacht? Okay, und hat ihn berührt. Ich glaube, das war gerade noch so minimal bewegt. Irgendwas. Halbwegs überstanden? Okay. Ja, haben wir hier schon einen Terminal gehabt? Nee. Nein. Okay. Links sind ein paar Gegner. Und dieser eine Scout halt da. Rechts sehe ich ja erstmal gar nicht. Man kann mir das gar nicht töten, wenn der rechts hinläuft. Ja, wenn der hier hinterkommt, können wir den hier töten. Na rein. Hast Nudeln geholt? Hast du noch was Leckeres zu den Nudeln gemacht, Marc? Ja, ich bin leer. Oh, shit. Na, dann läuft er vielleicht. Nein. Doch nicht. Hier ist noch ein Tool-Refill-Pack. Ja, dann. Ja, bitte. Eiscreme. Ja, Eiscreme Maker. 294 Terminal, wow. Ist nicht unser Terminal. Hab einen Cutter gemacht, hab auch schön daneben gesprayt. Du hast den Cutter gemacht? Ja. Was? Er tut es auch nicht gefallen reinzulaufen. Was ist das Terminal? Raum I, ganz oder? Rein. Oder? Er ist drinnen! Go, 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 go! Sehr schön. Go, 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 Chatter! Go, go, Power Rangers! Geht zurzeit nicht.
Ach ja. Mhm. Oh yeah. Wie Gegner das sind. Ich sehe zwei. Wir sind? Alle sind alle bloß in diese Richtung da hinten verstreut, also kannst hier linear durchgehen und wirst immer wieder neue Gegner finden. Oh, nicht erwähnt. Nu. Drück zu. Ist ein längerer Arm. So, hier sind Türen. Gut, wir müssen zur Zone I, sagst du? Ja. Hier ist H. H. Also muss es hier dahinter sein. Und hier sind... Dein muss ich. Hinterste Raum. Oh. Medipack 3 Uses. Oh, geil. Chucky. Mhm. Operieren Sie jetzt. Oh, shit. Er hat aber auch keinen Laut von sich gar gesehen, nicht, ne? Ja, echt tief geschlafen, aber ist dann doch ziemlich schnell aufgewacht. Und schön. Einer, ein großer. Nochmal. Die müssen wir aber wegmachen, wenn hier der. Da unten ist der. Das Terminal. Nee, das Terminal ist in Raum I. Wir sind hier erst in Raum G. Raum I ist immer noch hier. Echt? Oh. Benjax ist in Raum H. Okay. Ja. Und I ist immer noch der hier hinten bei mir. Ist der Ausschilderung gefolgt? Unfair. Ich weiß ja nicht, warum Katalfi nicht bei mir mitgekommen ist, als er die Tür zu Hause aufgemacht hat. Wie kann man nur so gut aussehen und trotzdem so bescheuert sein? Mal eben gesagt. Ich sehe einfach gut aus. Keine Ahnung, was mit dem war. Kann ich weiß nicht, alle sind, die aggro sind. Einer war nicht aggro. Vorsicht, da oben ist noch einer. Das macht gar keinen Sinn, dass noch einer aggro. Oder? Das war's. Hm, ich nicht mehr. Nee, was nur Atmo. Das war gar. Das war total komisch. Zwei waren aggro, einer nicht. Oder ist das jetzt ein L? Fußbogen. Nee. Ach, hier ist das Terminal. Das ist unser Terminal. Und wir haben bloß eine Seite, die wir verteidigen müssen. Danach müssen wir rennen. Okay. Aber wir könnten vielleicht trotzdem erstmal noch klären, oder? Es sind noch ein paar Räume mit Fettis übrig. Mhm. Ja, ich sehe hier zwei nebenan. Die wollen wir vielleicht nicht auf dem Rückweg haben. Nee, es könnte sein, dass die kommen. Ein kleiner und ein großer. Okay, bin ready. Mhm. Aufladen. 3, 2, 1, go. Es wird gefragt, Chucky, wie ist es in der neuen Wohnung? Netter Sprung. Glück, check. Okay. Und Mienudeln aus der Pfanne mit Dosenmais, Käse und Thai-Fertigsoße. Dosenmais. Dosenmais ist der beste Mais. Hier sind noch ein paar Gegner, ne? Ja. Ein Ammo-Pack in C. Das war ja ganz motorisiert, das heißt, es muss nicht so viel heizen. In C? Ja, da, komm mal her. Nee. Das ist E, deswegen. C. B, F. C zum Enkel. Wahrscheinlich irgendwo hier. Geht hier im Hinteren? Ah, stimmt. Und ja, wenn ich... Warte. Wimmelbild zu ihm, können wir gucken, ob ich ein schönes Spiel finde, ein schönes Wimmelbild-Spiel. Ah, das war schön synchron. C, D, oh ja, das F, war, ist das, das war ein Orden verdient. Staggert ihr den und ich mache erstmal kurz den kleinen?
Der sollte doch nichts mit zwischen oder die ja, beiden wobei, Stück. Warte. Auf einen kleinen machen. So. Dann aufladen. 3, 2, 1. Okay. Das war nicht so synchron. Ja, ich hab dann. Ausgerutscht. Kam nachdem meine Ausdauer ausgelaufen ist. Ist ausgerutscht. Kenn ich. So. Da musste er. Also, bedeutet, wir blockieren, wir verteidigen da eine ganze Weile und dann laufen wir. Müssen halt gucken, warte, was ist denn. Nein, am besten einer bleibt beim Terminal zurück und die anderen drei laufen schon zum Startpunkt. Wir opfern einen. Dich, oder was? Ja. Hier ist noch ein Raum, da sind noch ein paar Gegner drin, da habe ich auch noch große, ne? Ja, da ist auch das Ammo-Pack drin. Den habe ich gesehen, der ist direkt hinter der Tür. Das ist Zone D. Okay. Erstmal hier. Hier ist ein kleiner vor mir. Ein großer? Oh, ein Hybrid! Ein Shooter. Shooter. Woran erkennt ihr den Unterschied zwischen Hybrid und Shooter? Der hat runde Stacheln. Stacheligen Spitzen. Ach so. Kopf. Ich dachte, das sieht aus, als hätte der da so ein paar. Ja. Er hat diese Spitzen Eier. Es sind übrigens zwei in dem Raum. Da hinten steht auch noch einer. Mhm. Was zu managen? Nee. Aufladen. Hit. 3, 2, 1, go. Gibt noch? Ja, mit noch. Jetzt nicht mehr. Vorsicht. Oh. Der andere ist Makro. Lebt noch? Nein. Ja, lebt noch. Ja. Wird schon ein Baum in Banane, aber ja, lebt noch. Ah, Schlossschmelzer, geil. So Schlösser gibt's gar nicht, wie es Schmelzer hier gibt. Ich glaube, bei Alex ist einfach der bei ihm übersteuert das Mikro, wenn er, also man hört den Lüfter hört man, glaube ich, ab und an mal. Ich hab Lüfter? Dafür rauscht bei dir irgendwas gerne mal. Keine Ahnung, Hintergrundgeräusche oder so. Am PC lüft das eigentlich gar nicht so laut. Hier ist das Demo-Pack, zwei Uses. Wer braucht das denn? Ich und Chucky, würde ich sagen, oder? Ich würde Chucky auf jeden Fall. Das wäre nur fair. Ach, Chucky hat auch eins bekommen. Und jetzt kannst du zurückgehen und den Spaß beginnen. Weil... Was? Alex ist in dem Raum noch, ist noch ein bisschen Spaß. Oh. Ja. Und dann nochmal ein großer. Sind auch ein paar große noch drin übrigens, möchte ich nochmal so anmerken. Ich dachte, wir sind hier schon fertig. Geht man hier so völlig unbedarft rein und dann... Ja. Ich hab gerade so auf die Karte geguckt und sehe dich dort einfach nur so durchsprinten. War schon so Aufbruchstimmung. Ist. Ich dachte aber auch, gemacht. Da wären wir schon gewesen. Und wie müssen wir denn jetzt laufen, wenn wir. Also können wir auch hier durch, hä? Nee, da oben geht's nicht lang. Ich bin lila. Hier lang gehen, hier lang, dann müssen wir hier nach oben. Also die beste Möglichkeit wäre eigentlich hier, dann hier hoch, dann bei mir hier durch. Hier zu der. Das hier lang und da lang, ja, genau. Ja. Wir werden lang folgen, ja. Und hier kann man dann auch notfalls einfach drüber springen. Also wie glücklich wäre es gerade visualisieren kann. Glückwunsch, wer das jetzt gerade visualisieren kann. Ich kann es glaube ich nicht. Folg uns einfach. Also, geradeaus. Halt dich einfach nach West, Südwest. Links. Ich meine, von mir aus können wir es auch einfach einmal schon mal rennen. Ist ja eh frei. Nee, wird schon gehen. Machen wir mal wenigstens nach. Der genau, hinter ihr ist direkt los. Mal zu.
Ich kann jetzt, wenn ihr jetzt sagt, wir machen das jetzt hier langsam und sicher, machen wir das so. Das geht eigentlich auch. Dann konzentriere ich mich drauf, dass ich meinen Biotracker anhab. Ja, auf jeden Fall, weil das ist ein Unsichtbarer. Mit dabei. Ja. Alex? Achso, ja. Ich wollte schon am Terminal eintippen. Ja, gut, das hättest du auch noch fertig machen können, aber. Ich würde bloß dran erinnern, dass man das vielleicht auch noch gebrauchen könnte. So, letzte Chance noch irgendwelche Packs. Das Sentry lass mal erstmal. Was denn, Marc? Was habe ich denn gemacht? Achso, wirklich die Frage, oder was? Warum bedankst du mich? Wie mir? Warum bedankst du mir? Was bist du das? Und da fragte er, weiß ich so, nicht. So, los geht's. Verteidigungsposition einnehmen. Ja, wie gesagt, Sentry lassen wir erstmal, dass wir das dann für den Spawn mit benutzen können. Genau. Oder für die Extractions, mal so. Na, die hat doch noch genug Schuss, also ist es nicht. Siehst du dann eigentlich auch die roten Punkte bei mir? Nee, siehst du nicht. Chucky, die ist an der Tür. Okay, letzte Verifizierung. Wo sind die denn? Die spawnen hier neben uns. Ja. Dankeschön. Bitte halte noch, bitte halte noch, bitte halte noch. Okay. Das heißt. Bisschen noch. Nein! Es kommen noch ein paar. Da kommt noch einer. Ja, einer noch, einer noch. In der Tür. Okay. Okay. Dann können wir jetzt Extraction. So, Achtung, da sind wieder welche gespawnt. Zwei sehe ich. Bones direkt. In der Tür, in der Tür, in der Tür, in der Tür. Okay. Da kommt was? Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Ist hier lang? Vorsicht, da sind zwei um die Ecke. Der kommt, der andere kommt hoch. Okay. Da geht's weiter. Sehr gut. Mehr? Drei. Mehr? Alex? Noch ist nix. Halten sich ein bisschen. The fuck. Ja, welches ist das? Komm schon, lass mich taggen. Sehr schöne Mine. Zwei, weiß ich. Jetzt sehe ich keine. Kommt noch einer? Ach stimmt, ich kann jetzt auch mit dem Precision Rifle. Können die jetzt auch einfach gucken. Das ist ein guter Schottpunkt. Okay. 95%. Jawoll! Okay. Oh. Eine Stunde. Nur eine Stunde. First try. zwei Booster. Yay. Und eine Hose. Cargo Comp Zeit. Wie sieht die denn aus? Sieht die schön aus? Schöner als das Robobein? Nee, das ist das gleiche. Ist die gleiche Hose ohne Robobein. Hm, hübsch. Naja, für die Leute, die kein Robobein möchten. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen.
Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.